Sogenannte Reichsbürger planten nun offenbar einen Putsch, Herr Gauck. Der größte Feind der Demokratie steht rechts? Manchmal steht er rechts und das ist hier im Moment so, ganz eindeutig. Und ich bin ein Mensch und als Bürger und Politiker, der sagt, ich will eine Demokratie, die sich wehrt und die nicht einfach abwartet und zuschaut. Und insofern kann ich damit umgehen, dass diesen merkwürdigen Verfassungsfeinden einmal ihre Grenzen aufgewiesen werden. Wir haben ja sehr lange zugeschaut. Und du musst auch als liberale Demokratie lange zuschauen. Also wir leben nicht nur mit Menschen zusammen, deren Werte wir teilen. Ja. Und die dürfen das auch. Die dürfen auch dumm bleiben, wenn sie das wollen. Und das müssen wir ertragen. Aber wir müssen nicht ertragen, wenn sie ganz grundsätzlich unsere Verfassung angreifen und dann noch mit Waffen vielleicht sogar Menschen bedrohen. Und es ist unmöglich, dass wir, wenn eine Richterin dort mitmacht oder 13 Figuren aus dem militärischen Bereich, dass wir dann sagen, naja, das ist ja nun schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das ist einfach Unfug, weil es der Realität nicht entspricht. Denn wir haben wirklich, und das merken wir, wenn wir uns vergleichen mit der Zeit der Weimarer Republik, wir haben eine überaus stabile Mitte. Das merken wir im Wahlverhalten und wir merken es an der Kraft unserer Zivilgesellschaft. Angst ist immer eine große Zeit für Populisten und eine schwierige Zeit für rationale Politik. So, und, dann, und daher kommen diese Bündnisse von hoch unterschiedlichen Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen unsere liberale, offene Gesellschaft nicht mögen.